Yesterday we had a marathon. Gestern hatten wir einen Marathon. A lot of information. Also viele Informationen. That needs to be digested. Die verdaut werden sollen. Amen. Amen. Glory be to the Father. Ehre dem Vater. It's a great privilege that God has given to us. Ein großes Privileg hat Gott uns geschenkt. For us to be a channel through which divine power can be expressed on earth. Dass wir ein Kanal sind, wodurch göttliche Kraft zum Ausdruck auf Erden kommt. You know, God has seek to express himself. Denn Gott hat es wirklich vor, sich selbst zu zeigen. God has desire to be an expression, an experience in the realm of duality. Also Gott begehrt es, also sich selbst sichtbar zu machen in diesem Bereich der Zweisamkeit. Amen. Amen. So the first thing we need to know with our Father is that he is absolute good. Die erste Sache, die wir begreifen müssen mit unserem Vater, ist, dass er absolut gut ist. Amen. Amen. He is absolute good. Er ist absolut gut. When we live in this world, wenn wir in dieser Welt leben, where we see things from two opposite poles, wo wir Sachen immer zweideutig erkennen und betrachten, we want to define our Father from that perspective. Wir möchten unseren Vater aus diesem Blickwinkel definieren. That today he's good, tomorrow, heute ist er gut, na morgen, naja. Halleluja. Halleluja. It's a reflection of how we see ourselves und das and ist see things. Eine Spiegelung unserer Sichtweise und unserer Gesichtspunkt. Our Father is not like that. Unser Vater ist nicht so. So, sons who serve. Ja, Söhne, die dienen. So yesterday we established, you know, one of, or I will say, the characteristics of a son. Also gestern haben wir die Eigenschaften von einem Sohn betrachtet. Because that is where we have to start. Denn dort fangen wir an. Because the son is called to serve. Denn der Sohn wird berufen zu dienen. The son is a channel through which God expresses himself. Der Sohn ist ein Kanal, wodurch Gott sich selbst zum Ausdruck bringt. Amen. Amen. Expresses himself in this world. Und zwar in dieser Welt. Glory be to God. Ehre sei Gott. Because in heaven where God is, denn dort im Himmel, wo Gott ist, there is absolutely no nothing to do. Also dort gibt es absolut nichts, was man verrichten muss. Because it's the realm of absoluteness. Denn das ist der Bereich der Vollkommenheit. Everything is perfect. Alles ist vollkommen dort. Nothing to be added, nothing to be taken away. Da gibt es nichts hinzuzufügen, noch etwas wegzunehmen. Because it's a reflection of his own person. Denn der Himmel ist eine Spiegelung von Gottes Persönlichkeit. But in the realm, in this realm that God has placed us in, doch in diesem Bereich, worin Gott uns hineingetan God hat, has given to us the privilege, Gott hat uns das Privileg gegeben, to see in the realm of the absolute, wirklich in diesem absoluten Bereich hineinzuschauen and to pull that which is perfect into this realm which is changing und von dort das Vollkommene hierhin zu bringen und zwar hier wo Dinge sich ändern und im Verderb geweiht sind. Amen. Amen. So God manifests that which he needs, you know, to be established here. Dementsprechend manifestiert Gott das, was er benötigt hier auf Erden. And he sustains it. Und er bewahrt genau das. Amen. Amen. Because everything that is in the realm of the natural, you know, alles, was in diesem natürlichen Bereich ist, is temporal. Sind zeitlich. Is subject to change. Sind dem der Veränderung untertan. So it needs a touch of eternity. Und deshalb brauchen diese Dinge die Berührung der Ewigkeit. Amen. Amen. And we are eternal beings. Und wir sind ewige Wesen. We have touch onto the life that does not perish. Denn wir haben uns mit dem Leben, was niemals zu Ende geht, verbunden. And so we are qualified. Deshalb sind wir tauglich. You know, to be a channel through which God will not only manifest what he wants to, but sustain that which he wants to. That is why Jesus says that we are the light of the world and at the same time we are the salt of the world. Nämlich, wir sind tauglich gemacht worden, damit das, was Gott
manifestieren möchte auf Erden und auch bewahren möchte auf Erden, dass wir ein Kanal hierfür sind. Ja, und dementsprechend wurde die Aussage über uns getroffen durch Jesus, dass wir das Licht dieser Welt sind und das Salz der Erde. Amen. Amen. So light has to do with good works. Denn Licht hat mit guten Werken zu tun. And salt has to do with preservation. Und Salz hat mit der Bewahrung, mit der Erhaltung zu tun. Amen. Amen. And so as sons of God, yesterday we talked about our ultimate characteristics or attributes. Als Söhne Gottes sprachen wir gestern über unsere größten Eigenschaften. Amen. Amen. Our mindset. Nämlich unsere Einstellung. The awareness of a son. Ja, die Wahrnehmung des Sohnes. What makes the son unique? Was macht der Sohn einzelartig? What makes him so different? Was macht der Sohn anders? What makes him immune from, you know, the things that can easily stain everyone that enters into this world? Was macht der Sohn immun, und zwar gegen Dinge, die in dieser Welt sich befinden, die aber einen verunreinigen können? Amen. What makes him incorruptible? Was macht der Sohn unverderblich? Amen. Amen. Now please, we have to take note that in the realm that we are called world, everything is subject to change. Everything is subject to decay. Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass in diesem Bereich namens die Welt, in der wir uns befinden, dass alles dem Verderb geweiht ist und alles verändert sich. So, nothing is permanent here. Hier auf Erden ist nichts von Dauer. But God has to make sure that he has a people that are not corruptible, that cannot be tainted. Dennoch sorgt Gott dafür, dass er ein Volk hat, die unverderblich sind und die nicht der Verwesung geweiht sind. And so yesterday we referred to these two verses. Und gestern sahen wir diese zwei Bibelstellen. Luke 15, 31 and John 3, the verse number 35, I think. 35, right? Mm-hmm. Lukas Evangelium 15, Vers 31 und dann kommt Johannes 3, Vers 35. I mean, when we understand these verses, we understand the mindset of the Son. Wenn wir diese Bibelstellen begreifen, dann begreifen wir auch die Einstellung des Sohnes. The awareness that the Son lives with. Also die Wahrnehmung, womit der Sohn lebt. Amen. Amen. Hallelujah, the Halleluja. Mindset. Ja, die Gesinnung, also die Einstellung. Please, what we need to understand is that in this world, that which is affected in man is the mind. Es ist wichtig zu begreifen, dass in dieser Welt das, was vom Menschen beeinflusst wird, ist der Sinn. That which can be easily or that which can be corrupted is the mind. Das, was einfach verdorben werden kann, ist der Sinn. Amen. Amen. So, what we need to know, was wir zu erkennen brauchen, is the state of mind that God has given to us. Nämlich ist den Zustand des Sinnes, was Gott uns gegeben hat. In reference to the Son. In Bezug auf den Sohn. So Jesus in this parable refers to us or revealed to us the heart of the Father. Jesus in dieser Gleichnis zeigt uns das Herz des Vaters. You see, the Father said that you are ever with me. Und hier sagte der Vater, du bist immer bei mir. Amen. Amen. You are ever with me. Du bist immer bei mir. And so all that I have is yours. Und alles, was ich habe, ist dein. Amen. So if you and I, we are ever with the Father. Und wenn du und ich immer beim Vater sind. So all that the Father has. Alles, was der Vater hat. Belongs to us. Gehört uns. Amen. That Amen. Is the mindset. Genau das ist die Einstellung. This is the awareness. Genau zu diesem Bewusstsein. This is the thought with which we walk with in this world. Genau das ist das Bewusstsein, womit wir in der Welt wandeln.
So the Father says, you are always with me. Der Vater sagt, du bist immer bei mir. Glory be to God. Ehre sei Gott. Hallelujah. Hallelujah. This calls for rejoicing. Denn das ist wirklich ein Grund zur Freude. You know, Jesus, we need to understand that salvation is not really, you know, God trying to take us away from sin. Es ist wichtig zu begreifen, dass die Errettung ist nicht wirklich, dass Gott uns aus der Sünde rausschnappt. It's very important. Das ist sehr wichtig. But what is more important, doch das, was viel mehr, also noch wichtiger ist, in reference to our salvation, in Bezug auf unsere Errettung, is that God, Jesus Christ, has brought us back to the Father. Dass Jesus Christus uns zum Vater zurückgebracht hat. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. In order for him to do that, he has to deal with what made us to see the Father contrary to us, different from us. So he has to fix that. This is why he has to deal with sin. Doch damit er uns zum Vater zurückführt, ist es wichtig, dass er erstmal die Hindernis aus dem Weg räumt, was uns vom Vater scheidet. Und das ist die Sünde. Amen. Amen. So Jesus himself said, I am the way, the truth and the life. No one come to the Father except through me. So his mission was to bring us to the Father. In Johannes Evangelium 14,6, und da sprach Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Amen. Amen. And so the Father says, you are ever with me now. Und nun sagt der Vater, du bist ewiglich bei mir. After the work of Jesus, nach dem Werk Jesu Christi, obwohl wir hier auf Erden, wir sind immer auf ewig beim Vater. Amen. Wir sind immer beim Vater. So all that the Father has, alles, was der Vater hat, belongs to us. Gehört uns. In other words, we have become him. Anders gesagt, wir sind er geworden. He has become us. Und er ist wir geworden. There is a oneness of relationship. Es gibt eine Einheit in der Beziehung. Amen. Amen. So that which we are more concerned with, also womit wir uns am meisten beschäftigen, is our relationship with the Father. Ist unsere Beziehung mit dem Vater. Because when we know our relationship with our Father, denn wenn uns bewusst ist, nämlich unsere Beziehung mit dem Vater, we will understand his relationship to his world. Dann verstehen wir auch seine Beziehung zu seiner Welt. Amen. Amen. We will see, because the place of vision, the place where we see divine substance, divine reality, is in the mind. Denn dann werden wir sehen, nämlich dort, wo wir göttliches Gesicht bzw. göttliche Sichtweise und Denkweise bekommen, ist im Sinn. Amen. Amen. So the appearance is deceitful. Und deshalb ist die Erscheinung wirklich trügerisch. Amen. What we see around is very deceitful. Also das, was wir um uns herum sehen, kann sehr trügen. Amen. Amen. Even yourself. Sogar du selbst. You can be deceived. You are deceived by looking at yourself. Ja, wenn du auf dich selbst schaust, kannst du sogar von deiner selbst getäuscht werden. Amen. This Amen. Is not really you. Denn warum? Das, was du siehst, ist nicht dein wirkliches Ich. People of God, this is what makes us unique. Und das macht uns einzigartig. Amen. Amen. Because we see differently. Denn wir haben eine andere Sichtweise. God has given us the privilege to see as we supposed to be. You know, we're supposed to see. Denn Gott hat uns das Privileg zu sehen, nämlich so zu schauen, wie er das tut. Glory be to the Father. Ehre sei dem Vater. And so John the Baptist gave us this testimony in John 3, the verse 35. Apostel Johannes gab uns dieses Zeugnis in Johannes Evangelium 3, Vers 35. It says, the Father loveth the Son. Der Vater liebt den Sohn. And has given all things into his hand. Oh, glory. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seiner Hand gegeben. Amen. Amen. All things. Alle Dinge. Into the hand of the Son. In den Händen des Sohnes. Why? Warum? Because the Father loves the Son. Weil der Vater den Sohn liebt. So the love of the Father, also die Liebe des Vaters, is directed to the Son. Ist dem Sohn gerichtet. And so all
all things that the Father has. Denn alles, was der Vater hat. Everything under his disposal. Alles, was er zur Verfügung hat. He has given to the Son. Hat er dem Sohn gegeben. You know, the Apostle Paul was so audacious. Denn Apostel Paulus war wirklich mutig. He tells us in 1 Corinthians 3, the verse number 21. Er sagt uns in 1. Korinther 3, Vers 21. He says, the world is yours. Und da sagt er, die Welt gehört uns. Amen. Amen. The world is yours. Ja, alle Dinge gehören uns. Glory be to God. Ehre sei Gott. Hallelujah. Hallelujah. Now I'm talking about the mindset of the Son here. So, ich spreche jetzt über die Gesinnung, die Einstellung des Sohnes. Because we cannot really appreciate our mandate of service until we understand who we are. Denn wir können nicht unser Auftrag, unser Dienstauftrag verstehen, bis wir verstanden haben, wer wir sind. Halleluja. Amen. Until we understand who we are, bis wir begreifen, wer wir sind, we cannot really, really understand or have an impact in regards to our mandate. Da können wir unser Auftrag nicht begreifen beziehungsweise dadurch auch Einfluss ausüben. Amen. Amen. The greatest service. Ja, der größte Dienst is done. Wird getan by the person who has a good understanding of who he is. Von demjenigen, der ein gutes Verständnis dessen hat, wer er ist. Amen. Amen. So it doesn't matter for us to just start to do something. Also es geht ja nicht darum, dass wir irgendwas einfach anfangen zu tun. Amen. Who are you? Wer bist du? You must understand who you are. Du musst zuerst begreifen, wer du bist. In order for you to be effectual in the task that has been given to you. Damit du wirkungsvoll in den Auftrag, in den Aufgaben, die du bekommen hast. Because when you understand who you are, denn wenn du begreifst, wer du bist, you then understand your ability. Dann verstehst du auch deine Fähigkeit. Amen. Amen. In who you are, you know what you have. Denn in der Erkenntnis dessen, wer du bist, begreifst du gleichzeitig, was dir zur Verfügung steht, Amen. Deine Fähigkeit. That's why those who have discovered this truth. Deswegen diejenigen, die diese Wahrheit entdeckt haben, they are not distracted in life. Also die sind im Leben nicht abgelenkt. They know their mission. Sie kennen ihren Auftrag. Their assignment is clear-cut. Ihre Aufgaben ist wirklich klar zugeschnitten. And they are given to that which they have been mandated to do with all strength, without any distraction. Mit aller Kraft, ohne Ablenkung, geben sie sich ihren Auftrag hin. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Son. Der Sohn. Is the one who is loved by the Father. Ist derjenige, der vom Vater geliebt wird. And so John, the Apostle John, tells us in 1 John 4, the verse number 15. 1. Johannes 4, Vers 15, sagt uns Apostel Johannes. 1. John, the verse number 15. 1. Johannes 4, Vers 15. He says that, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Also ich bitte um Entschuldigung, das ist 1. Johannes 2, Vers 15. Mhm. Und zwar, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Denn wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Amen. Amen. So love not the world. Deshalb liebe nicht die Welt. Because what you love, denn das, was du liebst, you will be affected by. Also davon wirst du beeinflusst. 1. Johannes 2, Vers 15. Amen. Amen. So, John is telling us that God has warned us not, you know, not to have a relationship with the world. Also Apostel Johannes übermittelt uns, dass Gott richtet seine Warnung an uns aus, nämlich keine Beziehung mit der Welt einzugehen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So the Son is free. Dementsprechend ist der Sohn frei.
is free from the element of this world. Frei von den Elementen dieser Welt. Amen. Amen. The element of this world has no effects over the sun. Denn die Elementen dieser Welt haben keinen Einfluss auf den Sohn. Amen. Amen. So this is very important. Denn das ist sehr wichtig. Because you know, we talked about the fact that in our service, that is also where our growth is. Denn wir sprachen über die Tatsache, dass in unserem Dienst dort befindet sich auch unser Wachstum. You know, God hasn't only sent us here in this world to live. Gott hat uns in diese Welt nicht hineingeschickt, damit wir nur leben. We are here to grow. Wir sind hier, um heranzuwachsen. Amen. Amen. We are here to grow in our awareness of who we are. Wir sind hier, damit wir in unserer Wahrnehmung dessen, wer wir sind, zu wachsen. So is a realm of growth. Also, dieser Welt ist ein Bereich des Wachstums. Because in heaven, denn im Himmel, there is no growth there. Findet keinen Wachstum statt. Amen. Amen. Why? Warum Because nicht? Because the world is a place of temptation. Die Antwort ist einfach, die Welt ist ein Ort der Versuchung, der Himmel aber nicht. Amen. Amen. So, because there are elements in the world that would tempt the authenticity of our sonship. Und in der Welt ist ein Ort der Versuchung, das heißt, es gibt Dinge, die die Echtheit unserer Sohnschaft versuchen werden. So this simply means now that our service is a place of our growth. Dann, deswegen heißt es ganz einfach, unser Dienst ist unser Wachstumsort. So as we serve God, so wie wir Gott dienen, in this world, in dieser Welt, we are tempted. Werden wir versucht. Amen. Amen. We are tempted. Amen. Wir werden versucht. So the temptation, die Versuchung also, is that which will cause us to either grow or we remain, you know, in the babyhood stage. Ist genau das, was in uns bewirkt, dass wir entweder wachsen im Bewusstsein oder wir bleiben in diesem kindlichen Zustand. Amen. Amen. Halleluja. Amen. So that's why we shouldn't neglect service. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Dienst nicht vernachlässigen. Because in service, denn im Dienst, we're going to be offended, werden wir verletzt oder beleidigt. We're going to be insulted, wir werden beschimpft. We're going to be resisted, also man wird uns widerstehen. We're going to be opposed, ja, man stellt sich gegen uns. Amen. We're going to be tempted, ja, wir werden auch versucht. Whether we need to be recognized or not. Ja, die Versuchung könnte zum Beispiel sein, ob wir anerkannt werden oder nicht. Amen. Amen. So that is why our sonship position needs to be well understood. Und deshalb ist es wichtig, unserer Sohnschaftsstellung sehr genau und sehr gut zu begreifen. So everything that the world can ever give to us. Damit alles, was die Welt uns je geben kann, the Son have it exceedingly above. Nämlich der Sohn hat all diese Dinge und zwar im Überfluss. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. It's very important. Das ist sehr wichtig. Because the Son is on earth precisely for a mission. Denn der Sohn ist auf Erden und zwar bestimmt auf eine Mission. Amen. Amen. So if the Son does not walk with the mindset of having already, you know, the love of the Father and all that the Father has, he will be tempted by the things that are in the world. Dementsprechend, wenn der Sohn nicht mit der Einstellung wandelt, dass im Vater, dass der Vater ihm alles gegeben hat, dann wird der Sohn in der Welt versucht. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Danke, Vater. And so Jesus, the pattern son, gives to us
You know, the Bible paints to us an example of the Son. Und in Jesus, wirklich das Modell vom Sohn, zeigt uns Gott, wie der Sohn sein sollte. So when he was of age, nämlich als er zu dem Alter kam, when his mission was about to be spelled out to him vividly, als ihm seine Mission wirklich buchstäblich aufgehen sollte, the Bible says that he was baptized. Die Bibel sagt, er wurde getauft. The heaven opens. Die Himmel öffneten sich. The Spirit descend. Der Geist Gottes kam hernieder. A voice from heaven. Die Stimme aus dem Himmel attest to the fact that he was the beloved son. Bestätigte ihm, dass er der geliebte Sohn war. So in him the father said, I am well pleased. Der Vater sagte zu ihm, in dir habe ich Wohlgefallen. So in other words, he was the pleasure of the father. Anders gesagt, er war das Wohlgefallen des Vaters. The joy of the father. Er war die Freude des Vaters. Amen. Amen. So this tells us today we that have become adopted in the Son through his redemptive work, we also stand in this position. We are the pleasure of the Father. We are the joy of the Father. So when the Father looks at us, he sees that he has placed all his ability and all his abundance and riches in us. Und dementsprechend ist es so für uns heute, wir stehen an der gleichen Stelle. Das heißt, der Vater schaut uns an und sieht sein Wohlgefallen. Er schaut uns an, er sieht seine Freude. Und das heißt auch, dass alles, was der Vater an Reichtümer, an Macht und an Ehre und an Ehrlichkeit hat, er hat uns damit ausgestattet und zwar in aller Fülle. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So, that didn't end there. Doch das war nicht das Ende. The Bible says that the Spirit of God. Die Bibel sagt, dass der Geist Gottes led Jesus into the wilderness. Trieb Jesus, also er hat ihn nicht nur geführt, sondern er hat ihn getrieben und zwar in die Wüste. Amen. Amen. Because his sonship was proclaimed. Denn seine Sohnschaft wurde schon angekündigt. It has to be tested. Und diese Sohnschaft muss geprüft werden. Amen. Amen. He has to be tempted with the things that are in this world. Er musste versucht werden mit den Dingen aus dieser Welt. So the proclamation of our sonship. Und dementsprechend die Verkündigung unserer Sohnschaft is not enough. Reicht nicht aus. The fact that you are justified, die Tatsache, dass du gerechtfertigt bist. The fact that you are blameless before God, die Tatsache, dass du tadellos vor Gott bist. The fact that you are not condemned, die Tatsache, dass du nicht verdammt bist vor Gott. The fact that you have no sin in you, die Tatsache, dass du keine Sünde mehr in dir trägst. Not enough. Das reicht nicht aus. Amen. Amen. It has to be tested through service. Also diese Dinge müssen durch Dienst geprüft werden. So when we stay in church and we say we're blameless, wenn wir in der Gemeinde bleiben unter Geschwistern und sagen, wir sind tadellos. It's true. Das stimmt. We are righteous is very true. Ja, dass wir gerecht sind, ist auch wahr. We are blessed is true. Dass wir gesegnet sind, ist wahrhaftig. But this position, doch diese Stellung, will be tested, wird geprüft werden, through service, und zwar durch den Dienst. Amen. Amen. So it's not a passive position God has given to us, also, people of God. Es ist keine passive Stellung, die Gott uns zugeteilt hat, Volk Gottes. So when you are confronted, then, also wenn du konfrontiert bist, when you are tempted, wenn du versucht wirst, will you stay blameless? Bleibst du immer noch in deiner Tadellosigkeit? Will you stay in your peace? Bleibst du in deinen Frieden drin? Will you still stay joyful? Ja, bleibst du auch freudig? Will you stay focus? Ja, bleibst du fokussiert? Amen. Amen. This is what God wants to see. Aber genau das möchte Gott sehen. That my son is not affected by the things of this world. Nämlich, dass mein Sohn nicht durch die Dinge der Welt beeinflusst wird. And so as you begin to serve, und so als du anfängst zu dienen, so temptation also increases. So nimmt auch die Versuchungen zu. Amen. Amen. And you become more brighter. Doch dadurch hast du die Möglichkeit, mehr, also heller zu leuchten. Because yesterday we talked about works being light. Denn gestern, amen, sprachen wir darüber, dass Werke Licht sind. It says, let your light so shine.
Ja, dein Licht soll nun aufgehen, that they shall see your good works and glorify your Father. Damit die Menschen deine guten Werke sehen und deinen himmlischen Vater loben. We are light. Wir sind Lichter. But our light must shine. Doch unser Licht muss leuchten. Through our service. Durch unseren Dienst. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. When you're serving, wenn du am Dienen bist, even if they oppose you, auch wenn man sich gegen dich stellt, your focus on your work, ja, du richtest dein Augenmerk auf deinen Dienst. Amen. Amen. You're blessing your subjects. Ja, also du segnest all die Menschen, die unter dir stehen. And this is how you become brighter. Und genauso leuchtest du dann auf. Glory be to God. Ehre sei Gott. So we saw that Jesus was led into the wilderness to be tempted. Denn wir sehen nun, dass Jesus in die Wüste getrieben wurde, um versucht zu sein. Amen. Amen. So temptation is necessary. Deshalb ist die Versuchung notwendig. If we understand what service is all about. Wenn wir begreifen, worum es dabei geht, Dienst zu leisten. So let's look at please the book of James. Jakobus Brief bitte aufschlagen. James chapter 1. Kapitel 1. James chapter 1 from the verse number 2. Jakobus 1 Vers 2. So James tells us, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. But let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid, in nichts Mangel habt. Amen. Amen. Wanting nothing. Ihr habt in nichts Mangel. Because the Son has been given everything. Denn der Sohn wurde alles gegeben. So the Son will be tempted. Der Sohn wird versucht sein. But James says, be joyful. Doch Jakobus sagt hier, und zwar halte diese Versuchung für lauter Freude. When you go through diverse temptation. Wenn du durch allerlei Versuchungen durchgehst. Because the temptation is on your sonship, nothing else. Denn die Versuchung ist auf deine Sohnschaft gezielt. Amen. Amen. So temptation is actually a challenge to your sonship. Die Versuchung fordert deine Sohnschaft heraus. In which is actually the temptation is saying to you that you are a common man. Alles, was die Versuchung dir sagen will, ist, dass du gewöhnlich bist. Amen. You're Amen. Common. Du bist gewöhnlich. You're normal. Ja, bist ganz normal. You're natural. Du bist natürlich. You're wanting. Ja, also dir mangelt etwas. Amen. Amen. You live in want. Ja, du lebst auch im Mangel wie jeder andere. Amen. Amen. You live in lack. Du lebst im Mangel. You live in fear. Du lebst in der Angst. This is what temptation is communicating to you. Aber genau das übermittelt die Versuchung. But if you know your position as a son, doch wenn du deine Stellung als Sohn erkennst, you stand on your position, und du stehst darauf fest, to defeat the temptation, um die Versuchung zu besiegen. And so James says, count it all joy. Also hier drückt sich Jakobus so aus, haltet es für lauter Freude, when you go through diverse temptations. Wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. The verse number 3 says, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Vers 3 äußert sich so aus, nämlich indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Amen. Amen. The trying of your faith. Ja, die Bewährung eures Glaubens. So what is your faith? Ja, was ist dein Glaube? Your faith is your sonship position. Ja, dein Glaube ist deine Sohnschaftstellung. Your faith is your identity. Dein Glaube ist deine Identität. Amen. Amen. Who you are.
dein Glaube ist, wer du bist. Ja, also mit dieser Erkenntnis, dass die Bewährung deines Glaubens ja, bewirkt Ausharren. So, patience is the outcome of knowing that divine justice cannot be defeated. Ausharren ist das Resultat davon, wenn man erkennt, dass göttliches Gericht, also göttliches Urteil, wird immer siegen. Amen. Amen. Patience, ja, ausharren is knowing. Ist Erkenntnis. It's not a passive. Ja, ausharren ist nicht nur Hände falten und warten. Patience is knowing that the outcome. Ja, ausharren bedeutet, ich erkenne, dass das Resultat cannot defeat divine judgment. Kann wirklich göttliches Urteil nicht besiegen. So what is divine judgment concerning you? Also, was ist das göttliche Urteil, was dich angeht? Amen. The divine judgment, ja, göttliches Urteil, is that you have everything. Heißt, dass du alles hast. There is no want with you. Bei dir mangelt nicht, mangelt es nicht. Du bist der Sohn Gottes. Where the Father is, that is where you are. Ja, dort wo der Vater ist, dort befindest du dich auch. So, when your faith is being tried, wenn dein Glaube versucht wird, beziehungsweise in die Prüfung geht, you know. Du erkennst. You know. Du erkennst, what God says about you, das, was Gott über dich ausgesagt cannot hat, be defeated. Das kann nicht besiegt werden. Cannot change. Das ändert sich nicht. Amen? Halleluja. You understand this? Also begreifst this is du what das? Patience is all about. Genau darum geht es bei der Geduld. Patience doesn't mean you stay somewhere and you don't do anything. Ja, ausharren bedeutet nicht, man stellt sich irgendwo hin und wartet und tut nichts. You continue your work. Sondern man setzt seinen Dienst fort. Because you know. Denn du erkennst what heaven has declared concerning you, das, was der Himmel über dich erklärt hat. Cannot change. Das ändert sich nicht. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You laugh over the circumstances. Ja, also du lachst über die Situationen. You are joyful. Du bist freudig. You are peaceful. Du bist friedlich. In the task that God has given to you. In der Aufgabe, die Gott dir anvertraut Because hat. You know. Warum? Weil du das erkennst. Amen. Amen. So please. Patience is knowing. Also bitte, Geduld bzw. Ausharren ist Erkenntnis, ist Look Erkennen. At the verse 3, knowing this. Ja, in dir, also indem man erkennt, heißt es Vers 3. Amen. Mhm. Knowing this. Indem man erkennt, that the trying of your faith, die Bewährung eures Glaubens, the challenge to your identity, ja, die Herausforderung deiner Identität, the challenge to all what God has said concerning you, ja, die Herausforderung Gottes Aussagen über dich, cannot be defeated. Sie können nicht besiegt werden. When you are convinced, when you are persuaded, wenn du überzeugt davon bist, wenn du davon überführt bist. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So when you walk with this persuasion, wenn du mit dieser Überzeugung wandelst, your service will have an impact. Also dein Dienst wird Einfluss haben. Because you will not be distracted. Dein Dienst wird Auswirkung haben, weil du nicht abgelenkt wirst. You know what you are called to do. Du weißt genau, wozu du berufen, was du berufen bist zu tun. Why you are doing it. Du weißt auch, warum du das tust. And you are giving yourself to it. Und du gibst dich hin dieser Sachen. Glory be to God. Ehre sei Gott.